Ja, willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu einem nächsten Videoblog aus dem Kunstmuseum Bern. Diesmal aus der Sammlung des Kunstmuseums. Wir haben einen neuen Raum eingerichtet mit Werken von Niklas Manuel, genannt Deutsch. Wir haben ja zurzeit die große Ausstellung mit über den Maler, über den Menschen, über den Politiker Niklas Manuel im Bernischen Historischen Museum. Wichtige Tafeln aus unserem Besitz. Das Kunstmuseum Bern hat die größte Sammlung von Tafeln Niklas Manuel in seinem Bestand, sind in dieser Ausstellung zu sehen. Es können aber nicht alle Tafeln über die Aare reisen, weil diese Bilder zum Teil sehr empfindlich sind. Sie sind sehr fragil und das ist der Grund, warum es einige Tafeln gibt, die so empfindlich sind, dass wir sie hier im Kunstmuseum Bern Ihnen zeigen, in einer neuen Präsentation. Dass die Tafeln so empfindlich sind, das hat einen Grund, denn diese Gemälde, die auf Holz gemalt wurden, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, die hängen normalerweise in Kirchen und sie hängen dort nicht, sondern sie waren eingebaut in das, was wir ein Hochaltarretabel nennen, also eine Art Möbel, ein großformatiges Holzgestell, in das die doppelseitig bemalten Tafeln eingelassen waren und wie in einem Flügelaltar auf- und zugeklappt werden konnten. Und wir haben hier mal ein Modell gemacht, wie sich die Wissenschaftler vorstellen, dass so ein Altar ausgesehen haben könnte. Es handelt sich um eine Rekonstruktion eines Hochaltars, den wir vermuten in der Dominikanerkirche hier in Bern, in der Kirche des Dominikanerordens, der Predigerkirche, wie sie auch genannt wurde, der heutigen französischen Kirche. Und man sieht also die Tafeln hier doppelseitig bemalt an den Flügeln. Man konnte das auf- und zuklappen und wahrscheinlich hat sich in der Mitte ein Teil befunden mit geschnitzten Figuren, der nicht mehr erhalten geblieben ist. Dass dieser Altar nicht mehr vor Ort erhalten geblieben ist, sondern die Tafeln einzeln überliefert worden sind, das hat seinen ganz speziellen Grund in der besonderen Geschichte der frühen Neuzeit in Bern und in ganz Europa. Denn zu dieser Zeit hat sich das Weltbild des Menschen nochmal radikal verändert. Es hat sich erweitert. Europa hat Amerika für sich entdeckt, also eine ganz neue Weltsicht wurde entdeckt. Das Verhältnis des Individuums zu politischen Institutionen wurde neu geordnet. Das Individuum ist zum ersten Mal in dieser Zeit biografisch wirklich fassbar. Und dafür steht zum Beispiel die hochinteressante Person von Niklas Manuel hier in Bern, der eben nicht nur als Maler greifbar ist, sondern auch als Politiker, der als Immigrantenkind hier sehr erfolgreich wurde, zunächst in den Großen Rat der Stadt Bern gewählt wurde, dann in den Kleinen Rat der Stadt Bern, das engste politische Führungszentrum dieser mächtigen Stadtrepublik, die einen großen Teil der heutigen Schweiz damals beherrscht hat. Und er hat sich an die Spitze der Bewegung der Reformation hier in Bern gestellt. Und die Reformatoren, allen voran zunächst Martin Luther, aber auch Zwingli und Calvin, haben zu Bildern ein völlig neues Verhältnis entwickelt. Zunächst waren die Bilder im christlichen Kult ein wichtiges Instrument und sind es im katholischen Bereich auch heute noch für die Vermittlung der Heiligen. Diese Werke, die wir hier um uns herum sehen, die illustrieren im Grunde genommen einen ganz wichtigen Satz im Glaubensbekenntnis der Christen, nämlich wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Diese Bilder sollten die Gegenwart der Heiligen, die man sich ja lebend vorstellte, denn das Christentum glaubt ja an die ewige Seele, an das ewige Leben aller und dass die Heiligen nun schon auch jetzt im Himmel die Gegenwart Gottes erfahren können, dass diese Heiligen anwesend sind während des zentralen Geschehens im Gottesdienst. Dafür waren diese Altäre im Grunde genommen da. Sie sollten Heilsgeschichte vermitteln und das änderte sich nun radikal mit der Ansicht der Reformatoren, dass, wie Luther gesagt hat, die Bilder im Grunde genommen gleichgültig sind, man kann sie haben oder auch nicht
oder wie sich eher im reformierten Bereich eine neue Theologie entwickelte, dass die Bilder sogar schädlich sind, weil sie ablenken von dem, was eigentlich im Zentrum ihrer Meinung nach stehen sollte, die Vermittlung des Wortes allein, sola scriptura war das Stichwort, nur die Schrift allein steht im Zentrum und die Bilder lenken ab. Ja, sie sind sogar im Verdacht, eine Art Götzenbilddienst zu sein und davon wollte man sich befreien. Das führte in Bern dazu, dass es 1528 einen eher tumultartig ablaufenden Bildersturm gab, der zu großen Kulturgutverlusten hier in Bern geführt hat. Und so wurden alle Kirchen innerhalb kurzer Zeit 1528 geräumt und das Schicksal sehr vieler dieser Kulturgüter, vielfach Figuren, Bilder, alles das, was zur Ausstattung einer Kirche damals gehört hat, ist mehr oder weniger im großen Umfang verloren. Das, was wir hier haben, sind also Reste, sind Ruinen. Und wir haben hier uns mit einem dieser Altäre, wie man sie rekonstruieren kann, beschäftigt, nämlich diesem möglicherweise Altar aus der Predigerkirche, denn schriftliche Zeugnisse haben wir dafür nicht. Diese Werke, diese Tafeln wurden in einzelnen Privatsammlungen wurden sie gefunden, so auch in einem Genfer Schloss auf dem Dachboden. Spätestens ab dem Barock waren diese Werke eher unmodern geworden. Man hat sie also auch nicht mehr in Wohnräumen präsentiert. Ganz entscheidend ist aber, dass sie quasi umgedeutet wurden. Dieser Umdeutung haben wir ihr Überleben überhaupt zu verdanken. Denn sie waren ja im reformierten Bereich als Instrumente des christlichen Kultes überflüssig geworden und sie haben überlebt als Zeugnisse der Kunst, der bedeutenden Kunst der Stadt Bern und eines ihrer führenden Künstlers, nämlich Niklas Manuel, genannt Deutsch. Zurzeit entsteht ein neues Werkverzeichnis am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaften in Zürich. Das hat sich sehr genau den gesamten Tafelbestand und Zeichnungsbestand von Niklas Manuel nochmal angeschaut. Diese Tafel wird seinem Werk wirklich zugeschrieben. Wir haben sie nur noch in Fragmenten leider erhalten. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, was den Bildern passiert, auch wenn sie ihren Deutungskontext ändern. Denn für die Kunstwerke, die man nun in die Räume in die Innenwände von Räumen hängen wollte, waren die doppelseitigen Tafeln relativ hinderlich. Deswegen hat man versucht, sie in der Mitte zu spalten, die doppelseitigen Tafeln also in eine Vorder- und Rückseite zu spalten. Und das ist in diesem Beispiel, wo es nicht besonders gut gelungen ist. Man sieht hier eine ganz dezente Linie. Alles, was unterhalb dieser Linie ist, ist originale Malsubstanz Niklas Manuel. Alles, was darüber ist, ist Rekonstruktion des 20. Jahrhunderts, denn die Säge ist während des Spaltungsversuchs in die Malschicht geraten, sie ist ausgerutscht und hat sie eigentlich zerstört. Das heißt, diese Geschichte der Bilder ist immer eine Verlust- und Gewinnseite zugleich. Wir sind froh, dass wir sie noch haben. Sie sind getrennt aufgefunden worden. Im 20. Jahrhundert erst in verschiedenen Privatsammlungen und aufgrund der ähnlichen Größe und aufgrund einer bestimmten Ikonografie, also des Inhaltes auf diesen Tafeln, rekonstruiert man einen solchen Altar in der Predigerkirche in Bern. Wir haben hier noch weitere Tafeln im Raum, denn diese Tafeln bedürfen immer wieder in periodischen Abständen der besonderen Pflege und auch Restaurierung. Und anlässlich der großen Ausstellung im Bernischen Historischen Museum zu Niklas Manuel konnte ein großes Restaurierungsprojekt realisiert werden mit verschiedensten Geldgebern. Ein solches Projekt hat viel Geld gekostet und es hat auch lange Zeit in Anspruch genommen, mehrere Jahre wurde daran gearbeitet. Und wir haben hier einen Film auch über dieses Restaurierungsprojekt, das Ihnen zeigen soll, was alles während dieser Zeit an Maßnahmen unternommen wurde, um diese Tafeln auch für die Zukunft hier zu erhalten. Vielen herzlichen Dank.